In den Eisbergen hier in Kirby's Dream Land 3 geht es weiter. Und gut, dass wir direkt eine Feuerability mitgenommen haben, denn das wird uns hier schön aufheizen. Letzte Folge hatten wir generell die Berge gesehen. Auch ein teilweise Vulkan tatsächlich. Aua, aua, aua. Danke, Spiel. Dass ich mich nicht bewegen durfte. Und hier sehen wir jetzt einen kristallisierten oder eher einfach nur einen Berg, der aus Eis besteht. Wortwörtlich nur aus Eis. Interessant. Und schau mal, wie wir hier bekommen. Achso, wahrscheinlich wäre das dritte jetzt Nago gewesen. Den hatten wir aber schon. Und ich glaube, ich werde mich für den Vogel entscheiden. Für Kuh. Weil wir den auch schon ein bisschen länger jetzt nicht mehr hatten. Außerdem seine Feuerability ist... Ah, das war der Dash. Ah, das war der Dash. Okay, ich probier's mal aus. Weil er ist so ein bisschen mehr der Odd One Out hier von den dreien. Und deshalb... Ich probiere ihn auf jeden Fall mal aus. Vielleicht wird er hilfreich sein. Das war jetzt nicht hilfreich. Müssen wir aufpassen, wohin wir dashen. Wir wollen ja nicht in den Abgrund. Also früh genug abbrechen, damit uns nichts Böses passiert. Obwohl wir jetzt auch schon fast down sind, ne? Okay, ich mochte dich sowieso nie, Kai. Was auch immer, ja. Ich wollte dich sowieso nie haben. Ich nehme einfach den Pitch. Dem können wir nämlich unser Feuer so schießen. Obwohl, jetzt habe ich kein Feuer mehr. Achso, wir kriegen jetzt die Ice Ability. Weil mein Feuer ist jetzt weg. Was waren nochmal die Abilities mit Eis von den beiden? Oh, das ist neu. Wir schießen so drei Kristalle. Oder ist das neu? Ich kann mich zumindest nicht dran erinnern. Selbst wenn es nicht neu ist, ich kann mich nicht dran erinnern. Also es ist halb neu. Was auch immer. Die wird hier auf jeden Fall sehr effektiv sein, die Ability, bei den ganzen Fluggegnern. Die mit unserem schönen Spray-Attack, sollten wir einige von denen treffen können und mitnehmen und noch einen One-Up da kassieren. So, Koopa-Panzer, zack, 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 zack. Nee, leider nicht in diesem Spiel, aber wäre trotzdem cool, wenn das gehen würde. Und jetzt kommen wir in eine Höhle. Oder zumindest dringen wir jetzt in den Berg hinein. Wow. Und jetzt schwimmen wir. Unter Wasser können wir es auch einsetzen, nur leider sehr schwach und kaum in Range. Plus, unter Wasser sind wir sau langsam. Aber ich meine, okay, was erwarte ich? Ich bin mit einer Eule unter Wasser. Und es ist Scrolling? Verdammt, was mache ich hier? Das ist überhaupt nicht gut unter Wasser. Hoch da, hoch da, hoch da. Ich muss hier wegfliegen. Wir dürfen den Bildrand nicht berühren. Zumindest nicht auf allen Seiten, die nicht rechts heißen. Sonst haben wir große Probleme und gehen down. Was wir sowieso gerade tun übrigens, also ob das so einen großen Unterschied das macht, weiß ich nicht. Ich drücke so schnell ich kann. Hallo? Hallo? Es geht nicht. Ja, also ich glaube Kuh nehme ich nicht mehr. Wir machen nur Probleme. Ehrlich jetzt, ich muss alles neu machen. Oh, bis gleich. Hier ist die Maxi-Tomate. Mal gucken, ob wir jetzt rankommen. Ja, jetzt können wir einfach kaputt schlagen. Mit unserem Kopf. Und da haben wir sie. Als ob das nicht funktioniert hat. Und wir können mit einem Gegner im Mund unter Wasser rumlatschen. Ohne, dass das sofort weggespuckt wird. Interessant. Okay, jetzt muss ich nur noch aufpassen, dass ich hier auch wirklich drüber komme. Verdammt, diese Kappas nerven richtig. Diese blöden Kappas. Oh, ist ein Stein, aber den können wir leider nicht aufsaugen für die Stein-Ability, das ist ein bisschen zu groß. Ja, das sage ich bei Kirby. Aber ist wirklich so, den können wir leider wirklich nicht benutzen. Naja, was soll's. Boing. Ich verstehe es wirklich nicht. Manchmal darf man auf Gegner springen, das macht Damage, manchmal nicht. Ich weiß wirklich nicht, wo da der Unterschied ist bei manchen Gegnern. Was soll's. Was soll's. Hier geht unser Boden kaputt. Ist da oben noch irgendwas? Ne, hier ist nichts. Obwohl, da hinten sind Spikes. Aha. Interessant. Oh, ich kann die so wackeln lassen. Interessant. Ja, gut. Das Leben, das bisschen da... ist mir zu wenig. Zeit ist Geld. Sagt man doch. Und ich muss weiterziehen. Also lass mich hier durch. Boing, boing. War irgendwo ein... Sterne-Sound. Achso, das ist sein Sound, wenn der angreift. Das ist der Sound von dem.
Aber hört sich an, als wenn da so ein Stern rumfliegen. Hörst du hier unten was? Ja, tatsächlich. Ein Partner? Aber sowas von. Ist da unten Boden? Nein. Kamera geht nicht nach unten. Haben wir das schon mal gesehen? Das ist einfach wie die Stein-Ability. Oh, 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 oh. Rick, ich rette dich. Ah ja, genau. Er hat den Schneemann. Okay. Aber ich möchte keinen nehmen. Weil das hier finde ich lustig, diese eingefrorene Ability. Das ist lustig. Das sehen wir noch, haben wir noch nicht gesehen. Bonk. Aber leider muss ich warten, bis er da wieder rausgeht. Das heißt, ich kann jetzt nicht einfach, wann ich will, da wieder rausgehen. Das ist ein bisschen nervig. Aber ansonsten ist es ziemlich cool. Und ich werde hier getroffen, weil ich nicht gedasht bin. Mist. Oh, Minigame mit... Ah, verdammt, wie hieß der? Ich kenne den noch aus dem Anime. Der war richtig cool im Anime. Was? Ich hab's Minigame nicht verstanden. Was? Hä? Okay, darauf wäre ich nicht gekommen. Man muss auf die Sounds achten. Der letzte. Okay. Der. Okay, einer noch. Okay, ist das immer der gleiche Sound? Das war jetzt viel einfacher als erwartet, weil es immer der gleiche Sound war. Aber egal, was ich sagen wollte, den fand ich immer richtig lustig im Anime. Habt ihr den Anime eigentlich gesehen von Kirby? Right Back Atcha. Kirby, Kirby, Kirby. Dududum. Ich weiß den Text nicht, aber... Das war ein cooler Anime, den mochte ich sogar. Die meisten Animated Videogame Character Serien, zum Beispiel von die Super Mario Show oder halt Donkey Kong, die sind ja eigentlich eher Trash. Oder halt auch von Link, da gab es auch was von Link für ein paar Folgen. Die sind ja eigentlich eher Trash, aber die von Kirby, dieses Animierte, das war echt gut, fand ich. Das habe ich gerne geschaut, tatsächlich. Aber ich werde wahrscheinlich irgendwann in einem anderen Spiel nochmal über den ganzen Kirby-Anime reden. Weil der kam ein bisschen später raus als dieses Spiel hier. Weiß nicht genau wann, aber ich glaube so ungefähr zu Game Boy Advance-Zeiten, wenn ich nicht lüge. So GameCube, Game Advance meine ich. Vielleicht lüge ich auch, aber ich weiß es gar nicht. Ja, keine Ahnung, wie findet ihr den Anime? Ich finde ihn cool. Ich finde ihn echt super. Und ich finde, die könnten den auch nochmal zurückbringen, meiner Meinung nach. Mit zurückbringen meine ich nicht, dass man sich den irgendwie neu anschauen kann, weil es gab auf dem 3DS früher den Anime-Channel, da habe ich das geguckt. Sondern sowas ähnliches könnte man wieder versuchen mit Kirby-Lore, weil ich mochte die Charakter dort. Ich fand das interessant, dass alle Gegner dort, naja, einfach Dorfspeople waren, die einfach da im Dorf gelebt haben und die waren einfach alle nett. Hatten grundsätzlich nichts gegen Kirby. Gegenteil, die haben sogar versucht, ihm zu helfen. Irgendwas mit Kowalski oder so hieß der Typ. Keine Ahnung, wie er hieß. Ich hab irgendwas gesagt. Ich nenne jetzt Kowalski. Ich weiß nicht. Ich baue ein paar Optionen. Alright. Ich hole mir hier ein bisschen was zu trinken. Glück, Glück. Kein kann nichts davon abkriegen, weil sein Mund ist schon voll. Er nimmt den Mund zu voll und wir kommen langsam immer näher. Und was ist das denn eigentlich hier? Das ist aus wie so eine Mickey-Maus-Tür. Weiß nicht, was das ist. Aber wir haben voll die krasse Musik. Und warum sieht da hinter uns so hyperrealistisch aus? Sieht aus, als hätte man einfach ein echtes Bild genommen von Himmel. Oh, aufpassen. Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Nein! Ich hab aufpassen gesagt. Aber ja, das sieht aus, als wäre da hinter uns einfach so ein echtes Bild von dem Himmel und dann einfach nur pixelated, nachgepixelt oder so. Vielleicht haben die das ja wirklich so gemacht, das könnte ich mir vorstellen. Wäre auf jeden Fall lustig. Im Übrigen, das sind ja die ganzen Kirby-Spiele, die ich gespielt habe bisher, das sind ja eher so ältere Spiele. Und viele von denen auch noch sehr coole Secrets und Fakten.
Vielleicht interessiert dich ja für so ein Secret- und Fakten-Video über dieses Spiel oder allgemein über die Kirby-Spiele, die ich gespielt habe. Oder auch so ein paar Tricks, Glitches, sowas. Das wäre auch eine Idee. Weil das Spiel ist ja jetzt bald vorbei und müssen wir leider Bye-Bye sagen. Aber das Spiel bleibt auf jeden Fall in meinem Herzen gespeichert. Und eurem hoffentlich auch. Ist doch ein schönes Spiel, meiner Meinung nach. Das ist echt schwer hier durchzukommen ohne Treffer. Musst du ja richtig viel Geduld haben für. Und die habe ich in dem Let's Play nicht. Also weiter geht's. Wow. Okay. Wow. Boah, knapp. Einmal nur treffen lassen. Das ist okay. Was wird das hier? Okay, ich höre euch auf. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh, das tut mir aber nicht leid. Was soll der Mist? Ja, komm. Du darfst ein bisschen durchfahren. Vorfahrt. Rechts vor links. Aber jetzt will ich durch. Standen. Und ihr auch. Boah, geiles Level-Design. Alle 2 Meter ist das gleiche. Oh. Naja, bis auf der. Bis auf der. Und der macht wahrscheinlich... Ja, die machen alle Nom. Oh, der trifft mich sogar. Ich muss ja springen. Oder nicht? Muss ich da warten? Okay, dann warte ich da. Ja, einfach hochspringen. Verdammt, ich habe meine Ability verloren. Die wollte ich eigentlich nochmal holen, aber... Das hat mich jetzt nur wieder... ein Leben gekostet. Verdammt! Ich weiß wirklich nicht, ob ich das noch... Oh. Ich brauche ja die Feuer-Ability. Oh. Okay. Zumindest weiß ich, was zu tun ist. Oh, hier ist sie doch. Ach, warte. Ach so. Ich dachte, ich muss vom das ganze Level lang die Feuerability mitnehmen und dann geht's da durch zu einer Quest oder so. Aber nee, man kriegt hier die Feuerability und dann geht's hier weiter. Okay. Bam, 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 bam. So, nochmal von oben. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Kurz warten. Was ist hier eigentlich? Okay, ist nur Deko, glaube ich. Ah! Alles freimachen! Wie so ein Bohrer. Der dich um 3 Uhr morgens nochmal weckt, weil irgendwer meinte, es wäre eine gute Zeit, jetzt nochmal zu bohren. Und dann noch so häufig. So, bitte sag mir, ich muss nicht oben lang, sondern unten lang. Ah, sieht schon mal nicht schlecht aus, unten lang zu gehen. Da kriege ich auf jeden Fall ein bisschen was zu trinken. Und ich kann ein bisschen die Kamera schwenken, wenn ich nach links halte. Aber hier wieder hochzukommen, seht ihr das? Das ist echt nicht einfach. Okay, fliegen ist es. Ist die Lösung. Die Lösung. Aha. Oh, verdammt. Da unten... Wie komme ich denn da unten hin? Wahrscheinlich ist da... die Quest. Da brauche ich irgendeinen Animal Buddy für. Aber welchen? Alles klar. Na gut, das habe ich jetzt leider. Warte, was? Hätte ich dann einen bekommen? Oder warte, bekomme ich hier einen? Hä? Was ist denn für ein Ding? Was? Boss? Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Geht das nicht? Nee, es geht nicht. Hm? Was muss ich denn machen? Hä? Keine Ahnung. Ich, was? Auf ihn drauf springen? Hi? Hi? Wollte ich unbedingt die Feuerblitze? Ich hab sie aber nicht mehr. Hätte auch nicht funktioniert. Machen. Ich meine, ich mache ihm mal keinen Damage. Und was mache ich also falsch? Hm? Hä, jetzt durfte ich den Damage machen? Komisch.
Ah, während der Dash kann ich ihm vielleicht Damage machen. Ah. Ja, das ist es. Immer nur, wenn er auf mich zurennt. Okay. Alles klar. Alright, alright. Oh, wow. Oh, wow. Das war ein ziemlich langes Level, habe ich das Gefühl. Und hier fliege ich jetzt einfach drüber, weil diesen Knochen kann man nicht trauen. Die fliegen immer, wie man sie nicht will. Oh Gott. Einfach nur rennen. Einfach rennen. Aua. Einfach rennen. Einfach rennen. Verschwinde. Ich möchte einfach nur raus. Ich möchte nichts mit euch zu tun haben. Ihr seid grausig, Mann. Ich will hier weg. Oh mein Gott, so viele Gegner. Nein, das ist nicht gut. Aua, das hat weh getan. Bam. Ich soll jetzt einfach weg, wenn sie in meinem Weg stehen. Hä? Was sagt ihr dazu? Weg mit euch. Und ja, das habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden. Muss ich mal gucken, welchen Animal Body ich ja mitnehmen muss für diese... Was bist du? Eine Banane, ein Vogel, Bananenvogel. Nee, wir sind nicht bei Donkey Kong, keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung und das wollte ich gar nicht. Naja, egal, was soll's, das ist doch nur so. Blöd. Ich wollte hier unbedingt so schnell wie möglich raus, aber... Hier, wo die ganzen gespammten Drachenbabys sind, hier sind zwei Türen. Und ich glaube, wir müssen in die linke Tür. Hier kriegen wir die Animal Buddies. Und wir brauchen einmal den Vogel. Ja, nur mit ihnen können wir das machen. Macht also nicht das, was ich hier gerade gemacht habe. Hier bei der Stelle, wo ich ganz schnell weg wollte, bei den ganzen krank und unnötig platzierten Drachenbabys, kann man die Eisblöcke hier links und rechts kaputt machen für zwei Türen. Und wir wollen in die linke Tür, denn dort finden wir Koo und nur mit ihm kommt man da dran. Und das zeige ich jetzt auch wie. Kann ich bitte durch die Tür spielen? Danke. So, aber für die, die es interessiert, hier in der Tür findet ihr Rick. Nicht kein, ich hatte kein, nee, es ist Rick. So, und jetzt müssen wir hier ein bisschen durchmanövrieren. Am besten nichts verlieren. Hat sich gereimt, war aber nicht, verdammt. Nicht, intentional. Und ja, ich hätte es einfach mal tun müssen, aber was auch immer. Ja, passt auf jeden Fall hier am besten auf, wie ihr durchkommt. Ich versuch's mal. Und sobald ihr dann hier wieder seid, glaube ich, ist euch allen bewusst, was hier zu tun ist. Kürzen hier ein bisschen ab. Mit der Ability, auch nur mit dieser Ability, kommen wir jetzt an diese mysteriöse Tür, wo wir vorhin nicht reinkamen. Genau die meinte ich. Und dort werdet ihr schnell bemerken, dass wir einmal kurz abwarten müssen. Am besten fliegen direkt runter, damit wir nicht so schnell warten müssen. Lange warten müssen. Schnell warten, genau. Da jetzt nicht reingehen. Mach nicht den Fehler, den ich wahrscheinlich machen würde. Sondern wir wollen einen Heißluftballon erschaffen. Hier durchbrechen. So, das ist ein bisschen verwirrend, aber ist nicht kompliziert. Wir nehmen jetzt einfach wieder den Vogel. Gehen jetzt wieder hier durch. Den lässt er einfach in Ruhe. Der ist, den brauchen wir nicht, auf jeden Fall. Also Rick und den Vogel, den brauchen wir beide nicht. Also Pitch. So, jetzt nehmen wir sie wieder. Machen wieder den Heißluftballon. Und dann gehen wir mit ihr hier rein. Und dann fliegen, das einsammeln und nun einfach nur noch das Level beenden, indem ihr hier halt den Boss besiegt. Ja, ist glaube ich nicht so einfach mit einem Animal Buddy. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das anstellen soll. Ich probiere es einfach mal aus. Sehr gute Taktik, einfach dashen, während er dasht. So, dann ist der down. Und das Level ist, meine ich, jetzt zu Ende. Wir können auch einfach hier ein bisschen rumklettern. Mit Chuchu ist das hier ziemlich, ziemlich easy alles. Und jetzt gibt es eigentlich, aua, außer überleben, was ihr nicht unbedingt müsst, aber besser wäre, nichts weiter zu tun. Und das war eine Schnecke. Das war meine Nacktschnecke und jetzt hat es ein Haus. Und ist uns sehr dankbar. Wunderbar. Ich wäre euch auch sehr dankbar, wenn ihr unten mal den Like-Knopf drücken könntet.
immer dran denken, genug zu trinken. Stay hydrated. Und man sieht sich beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann DDD antreffen. Maybe. Wahrscheinlich schon. Mal gucken.